So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Die Sitzung ist eröffnet. In der parlamentarischen Weihnachtspause haben einige Kollegen besondere Geburtstage gefeiert. Der Kollege Albrecht Glaser und der Kollege Dr. Axel Gerke feierten jeweils ihren 77. Geburtstag. Der Kollege Dr. Bruno Hollnagel seinen 71. Geburtstag sowie die Kollegen Josep Juratovic und Dr. Matthias Bartke jeweils ihren 60. Geburtstag. Alle guten Wünsche im Namen des ganzen Hauses. Für den ausgeschiedenen Kollegen Dr. Gerhard Schick ist der Kollege Gerhard Zickenhainer als Mitglied des Deutschen Bundestags nachgerückt. Ich heiße Sie im Namen des ganzen Hauses herzlich willkommen. Des Weiteren hat die Kollegin Nezahat Baradari für den ausgeschiedenen Kollegen Ulrich Kelber die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben. Auch Sie, Frau Kollegin, heiße ich im Namen des ganzen Hauses herzlich willkommen und wünsche uns eine gute Zusammenarbeit. Die Fraktion der CDU-CSU schlägt zur Besetzung des Vermittlungsausschusses vor, für den ausgeschiedenen Kollegen Dr. Stefan Habart, den Kollegen Wilfried Oehlerz als persönliches stellvertretendes Mitglied des Kollegen Andreas Jung sowie den Kollegen Eckhard Rehberg als persönliches stellvertretendes Mitglied des Kollegen Peter Weiß zu wählen. Stimmen Sie dem zu, das ist offenkundig der Fall, dann sind die Kollegen Oehlerz und Rehberg als persönliche stellvertretende Mitglieder des Vermittlungsausschusses gewählt. Für die heutige 74. und die morgige 75. Sitzung konnte zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tagesordnung vereinbart werden. Die Fraktion der AfD hat dem Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen. Ich habe daher den Bundestag mit der von den anderen Fraktionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach § 41 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmigung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich. Es gibt eine interfraktionelle Vereinbarung. Die noch zu beschließende Tagesordnung, um die in der Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern. Von der Frist für den Beginn der Beratungen soll soweit erforderlich abgewichen werden. Vor dem Tagesordnungspunkt 7 soll auf Verlangung der Fraktion der AfD nunmehr eine Aktuelle Stunde mit dem Titel Zustand der EU-deutsch-französische Sonderwege aufgesetzt werden. Der Tagesordnungspunkt 4 soll abgesetzt und stattdessen der Antrag auf der Drucksache 6549 mit dem Titel Zollverfahren vereinfachen, Bürokratie abbauen mit einer unveränderten Debattenzeit von 60 Minuten aufgerufen werden. Ebenso soll der Tagesordnungspunkt 11 abgesetzt und an dieser Stelle der Antrag auf der Drucksache 4616 mit dem Titel Seenotrechnung im Mittelmeer sicherstellen, keine Unterstützung der libyschen Milizen im Umfang von 38 Minuten beraten werden. Des Weiteren soll der Tagesordnungspunkt 15 abgesetzt und dafür der Antrag auf der Drucksache 6490 mit dem Titel Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunkinitiativen mit einer unveränderten Debattenzeit von 38 Minuten aufgerufen werden. Dann soll auch der Tagesordnungspunkt 23 abgesetzt und stattdessen der Antrag auf der Drucksache 6285 mit dem Titel Einhaltung von Tierschutzrecht wirksam und effizient kontrollieren im Umfang von 38 Minuten debattiert werden. Und schließlich soll auf Wunsch der Fraktion der AfD der Zusatzpunkt 4, Wahlvorschlag der Fraktion der AfD zur Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wieder abgesetzt werden. Darüber hinaus kommt es zu den in der Zusatzpunkteliste dargestellten weiteren Änderungen des Ablaufs. Wir kommen nun zur Feststellung der Tagesordnungen der heutigen 74. und der morgigen 75. Sitzung mit den eben genannten Ergänzungen. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist es einstimmig so beschlossen. Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 3a bis c. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Transplantationsgesetzes, Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende sowie, Herr Kollege, lieber Herr Kollege Grosse-Bäuber, es ist völlig in Ordnung, dass die Tagesordnung einstimmig festgestellt worden ist.
Wir kommen darüber hinaus zur Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Chancen von altruistischen Organen, Lebensspenden nutzen und Spenden erleichtern und der Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Zahl der freiwilligen Organspender in Deutschland erhöhen, Spendenbereitschaft als Ehrenamt anerkennen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Minister Jens Spahn. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Letzte Woche hat die Deutsche Stiftung Organtransplantation die Organspendezahlen für 2018 bekannt gegeben. Und die Nachricht ist eine gute. Die Zahlen sind um etwa 20% gestiegen, von knapp 800 auf über 950 Organspenden. Das ist gut, aber das ist noch nicht gut genug angesichts der Zahl von 10.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland, die auf ein Organ warten, und angesichts des Umstandes, dass jeder von uns, jeder in Deutschland morgen auf eine Organspende angewiesen sein könnte. Das zeigt aber, und das ist ja auch erstmal etwas Gutes, dass allein die Debatte, allein der Umstand, dass wir es geschafft haben, im letzten Jahr auch durch öffentliche Diskussionen, durch auch durchaus Informationskampagnen, aber vor allem auch durch einen Diskurs, der in der Gesellschaft, ich habe das in vielen Rückmeldungen mitbekommen, am Mittagstisch, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft geführt worden ist, weil eben aus der politischen Debatte hier im Bundestag, aus unserem Ringen, auch um grundsätzlichere Fragen in der Organspende, eine Debatte geworden ist, die tatsächlich in die Breite der Gesellschaft dann getragen hat. Und das zeigt eben, sich mit dem Thema beschäftigen, Aufmerksamkeit schaffen für die Fragen von Organspende und vor allem auf die Situation, dass 10.000 Menschen warten, führt dazu, dass auch Organspendezahlen zeigen und das steigen. Und das zeigt eben, eine Debatte macht einen Unterschied. Und ich finde, das ist für sich genommen auch schon ein gutes Signal. Mit dem jetzt vorgelegten Gesetz wollen wir vor allem die Strukturen in den Krankenhäusern verändern, die Organisationen dort verbessern, auch Vergütungsfragen dort so regeln, dass es nicht auch noch ein Nachteil ist für die Krankenhäuser, die sich um Organspende und höhere Spendezahlen kümmern. Was genau haben wir vor? Ich will vier Punkte kurz aufgreifen. Das erste ist die Frage des Transplantationsbeauftragten, der es im Klinikalltag heute oft schwer hat, den nötigen Freiraum, die nötige Zeit auch zu haben, auch manchmal die Aufmerksamkeit in der jeweiligen Klinik. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie ich aus vielen Gesprächen weiß. Einige machen das sehr vorbildlich, andere Krankenhäuser tun sich da bis jetzt eher schwer. Also diesem Transplantationsbeauftragten mehr Freiraum und mehr Zeit zu geben durch verbindliche Freistellungsregelungen und natürlich eine entsprechende Refinanzierung. Seine Position im Klinikalltag soll aufgewertet werden, auch was Informationsmöglichkeiten angeht, Zugang zu Informationen, zu Intensivstationen, aber vor allem auch in der Möglichkeit, potenzielle Organspender zu identifizieren und vor allem, das ist ja das Entscheidende, in sehr schwierigen Lebenslagen auch Gespräche in aller Ruhe führen zu können. Das zweite große Thema ist die Frage der Vergütung. In den Krankenhäusern, in denen die Organe entnommen werden, ist das natürlich insbesondere dann auch eine Beanspruchung von Ressourcen und Kapazitäten, ob es um Apparate, Diagnostik, Pfleger, Ärzte oder auch den Operationssaal geht, der dann eben über Stunden natürlich auch entsprechend vorgehalten wird. Und es muss so sein, dass ein Krankenhaus, das sich aktiv darum kümmert, dass die Spenderzahlen steigen, dass Organe entnommen werden können, nicht auch noch finanziell schlechter gestellt ist. Und deswegen haben wir hier sehr großzügige Regelungen vorgesehen, um diese Mehrkosten abzudecken. Und ich auch denke, auch das ist ein wichtiges Zeichen für die Kliniken, sich hier mehr zu engagieren. Wir haben drittens vorgesehen die Einrichtung eines konsiliarärztlichen Rufbereitschaftsdienstes. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir in jedem Entnahmekrankenhaus zu jeder Zeit sicherstellen, dass Neurologen oder Neurochirurgen feststellen können, wann die Hirnfunktionen unwiederbringlich ausgefallen sind und dann eben eine Organspende auch möglich ist. Das soll sichergestellt werden durch Verträge zwischen Kostenträgern und der Ärzteschaft, dass wir also regional entsprechende Bereitschaftsdienste haben, die kurzfristig abrufbar sind. Wir sammeln parallel ja auch Erfahrungen aus dem Transplantationsregister, wo es darum geht, gezielt auch im Einzelfall zu sehen, was
dann eben passiert ist oder woran auch möglicherweise eine Organspende gescheitert ist. Ein vierter Punkt, den ich ansprechen will, der mir auch persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage der Angehörigenbetreuung. Die Empfänger eines Organs, einer Organspende, möchten ihren Dank gerne ausdrücken können gegenüber der Familie, den Angehörigen des Spenders. Das muss natürlich anonym passieren, aber es muss trotzdem möglich sein. Und wir haben nach Rechtsprechung heute eben keine ausreichende Rechtsgrundlage dafür. Das heißt, der Dank des Empfängers erreicht heute nicht die Angehörigen des Organspenders, und das wollen wir hier ändern. Ich weiß aus dem eigenen Bekanntenkreis etwa von einer Familie, die sehr, sehr früh leider ihren Sohn verloren hat durch einen Unfall und die bis heute im positiven Sinne davon zehrt, dass sie in einer sehr schwierigen Situation eine Entscheidung treffen musste, nämlich dass ihr Sohn als Organspender dann zur Verfügung steht, dass er helfen kann. Aber das ist eine Entscheidung, die einem erstmal schwerfällt, und dass die Dankesbriefe und auch die Treffen in der Nachbetreuung, die die Stiftung organisiert, für sie sehr, sehr wichtig ist, auch emotional eben auch zu wissen, dass es geholfen hat und das dann auch für sich selbst klar zu haben. Und deswegen ist das eine relativ kleine Regelung, aber eine wichtige Regelung, gerade auch für die Angehörigen der Organspender. Ich würde mich sehr freuen und den Deutschen Bundestag darum bitten wollen, wenn wir dieses Gesetz, da ich ja auch feststelle, das haben wir auch schon im Bundesrat gemerkt, ist eines der ganz wenigen Gesetze, wo es nicht einen Änderungswunsch des Bundesrates gegeben hat, einen relativ großen Konsens, dass wir schnell und zügig in die Beratung einsteigen und sie dann auch möglichst zügig abschließen, damit die entsprechenden Verbesserungen dann auch sehr, sehr schnell eben spürbar sind in den Kliniken. Parallel werden wir ja hier im Deutschen Bundestag noch die grundsätzlichen Fragen auch von Entscheidungs- oder Widerspruchslösungen miteinander debattieren. Aber ich finde es ein starkes, ein schönes Signal, dass wir dieses Gesetz, das vor allem Organisations- und Finanzfragen, die dann aber sehr konkrete positive Wirkungen haben, beinhaltet, dann jetzt auch zügig in die Beratung bringen. Dankeschön. Dr. Axel Gericke, AfD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die von Ihnen, Herr Spahn, soeben vorgelegten Änderungen zum Transplantationsgesetz leisten in der Tat einen Beitrag zu entsprechenden Verbesserungen der Organisationsabläufe im Krankenhaus. Eine entscheidende Rolle spielt dabei, Sie sagten es, der oder die Transplantationsbeauftragten. Soweit es sich dabei um Verbesserung organisatorischer Zuweisung handelt, sind wir da weitgehend einer Meinung. Die Transplantationsbeauftragten sollen aber auch die Angehörigen in angemessener Weise begleiten. Während sie in ihrem Gesetzentwurf an allen möglichen Ecken und Enden Verfahrensabläufe geändert haben, lassen sie an dieser Stelle einen unbestimmten Rechtsbegriff als leere Worthülse stehen. Sie machen es sich zu einfach, wenn Sie hier nur Organisatorisches vorlegen, aber die wahren Fragen, Sorgen und Ängste der Bevölkerung ausklammern. Es fehlt Ihnen der Mut zur Wahrheit. Das laste ich Ihnen gar nicht persönlich an, denn dieser Mut fehlte auch allen Ihren Vorgängern und dieser Mut fehlt sogar Ärzteverbänden bis hin zur Bundesärztekammer. Der Gesetzgeber sollte bei einer so sensiblen Lebenssituation es eben nicht den Transplantationsbeauftragten anheimstellen, was Sie unter angemessen verstehen, sondern klare, der Wirklichkeit entsprechende Angaben machen. Dazu gehört erstens der wahre Umgang mit dem Hirntod als Todesfeststellung. Der Hirntod ist zwar ein sicheres Zeichen des unabdingbaren Sterbens, aber nicht der Tod eines mit künstlichen Maßnahmen am Leben gehaltenen Organismus. Zweitens, eine klare Festlegung, ab wann und unter welchen Bedingungen Sie, die Transplantationsbeauftragten, anordnen dürfen, mit sogenannten organprotektiven Maßnahmen zu beginnen. Drittens, klare Regelungen, dass Sie
zu keinem Zeitpunkt psychischen Druck auf die Angehörigen in dieser für diese sowieso schon schweren Zeit ausüben dürfen und viertens das Prozedere des Abschiednehmens nach der Transplantation verpflichtend so zu regeln, dass durch sie die Würde des Todes für die Angehörigen nicht genommen wird. Nur solche klaren Regelungen machen es möglich, altruistisches, mitmenschliches Engagement durch Spende eigener Organe auch ehrenamtlich zu würdigen. Darüber hinaus werden die Transplantationsbeauftragten mit umfassenden Rechten ausgestattet. Während sie vor der Änderung des Gesetzes lediglich organisatorische Helfer nach Hirntodfeststellung waren, werden sie jetzt ermächtigt, die Verfahrensregelung im Krankenhaus eigenständig und zu beliebigen Zeitpunkten zu bestimmen. So ein Fehlen allgemeingültiger gesetzlich bestimmter Verfahrensregelungen schafft kein Vertrauen. Und genau darum geht es, wenn Sie Organspender gewinnen wollen. Zusätzlich werden Entnahmekrankenhäuser für ihre Leistungen bei der Organspende besser vergütet, wobei diese Vergütung außerhalb des üblichen Abrechnungs-DRG-Systems liegen. Die ganze Problematik hat das Mitglied des Deutschen Ethikrates, Professor Höfling, in einem prägnanten Satz zusammengefasst. Ich zitiere: Was die deutsche Transplantationsmedizin und ihre Patienten wirklich brauchen, ist ein Systemwechsel vom Defizitmodell der Selbstregulierung zu einem demokratisch legitimierten, rechtsstaatlich strukturierten und kontrollierten Transplantationssystem. Haben Sie den Mut, in diesem Sinne zu handeln. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Karl Lauterbach, SPD. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal, es ist tatsächlich so, wir haben eine leichte Zunahme der Spendebereitschaft, eine leichte Zunahme auch der Organspende, aber wir dürfen uns nichts vormachen, es ist nach wie vor so, dass 10-mal so viele Menschen auf der Warteliste sind, wie also pro Jahr Organspender also zur Verfügung stehen. Und es ist weiterhin so, dass pro Jahr doppelt so viele Menschen an einem Organversagen versterben, als überhaupt also Organspenden also wahrgenommen werden. Das heißt, wir haben etwa 1000 Organspenden, jetzt nach der Zunahme, 2000 Menschen sterben jedes Jahr, während sie auf ein Organ warten. Jeder einzelne Organspender hilft im Durchschnitt 3 bis 4 anderen Menschen, die auf das Organ warten. Wenn es Leber, Lungen oder Herztransplantation sind, bedeutet das, dass sie vor dem sonst sicheren Tod gerettet werden. Und bei der Dialyse wird ihre Lebensqualität durch die Transplantation verbessert und ihre Lebenserwartung auch verlängert. Sie leben sowohl besser als auch länger. Im Durchschnitt warten die Menschen auf ein solches Organ in Deutschland 10 Jahre. Was das für eine Belastung ist. Das sind oft junge Menschen, machen wir uns nichts vor. 10 Jahre wartet man dann auf ein Organ. Viele wissen, dass im Ausland um uns herum die Wartezeiten viel kürzer sind. Es gibt mittlerweile sogar Spendebedürftige, die ins Ausland verziehen, um dort die Möglichkeit also zu bekommen, ein Organ zu bekommen. Wir haben sogar jetzt sagen wir, Wegzüge aus Deutschland nach Spanien, wo die Zahl der Organspenden um ein Vielfaches höher ist. Daher bitte unterschätzen Sie die Bedeutung dieses Gesetzes nicht. Ich bin daher dankbar, dass wir hier einen Konsens für die Notwendigkeit haben. Ich will noch einmal betonen, das ist aus meiner Sicht wirklich ein Gesetz, was auch gezeigt hat, wie gute Zusammenarbeit funktioniert, weil wir haben wirklich jeden Vorschlag aufgegriffen, auch Vorschläge übrigens aus der Opposition. Wir haben uns nicht beschränkt auf das Wissen der Großen Koalition, sondern wir haben alles aufgenommen, weil wir hier wirklich aus einem Guss machen wollten. Ich will einmal sagen, was der Geist der Gesetzgebung hier insgesamt ist. Das Erste ist, wir haben tatsächlich bisher in kaum einem Bereich eine Lage wie bei der Organspende im Krankenhaus, dass wenn ich das gut mache, ich damit Verluste mache. Tatsächlich können Krankenhäuser mit einer guten Organisation der Organspende nur Verluste machen, weil der Transplantationsbeauftragte nicht freigestellt ist, nicht ausreichend bezahlt wird und die Vorbereitung der Spende so bezahlt wird, dass die Pauschale nicht ausreicht. Sie ist undifferenziert, zu niedrig und berücksichtigt keine Sonderkosten. Alle drei Probleme lösen wir. Wir werden eine differenzierte Pauschale haben, wir werden eine Kostenerstattung haben für Mehrkosten
und werden darüber hinaus ebenfalls also eine direkte Vergütung der Anteile, die nicht in der Pauschale sind, vornehmen. Das ist eine deutliche Verbesserung. Das führt immer noch nicht dazu, und das sage ich gerade in die Richtung derjenigen, die es dann falsch darstellen, dass man mit der Organspende Gewinne machen kann. Das ist erstens ein kleiner Bereich für ein Krankenhaus und zum Zweiten, es ist eine Rückkehr zur Kostenerstattung. Aber es ist nicht eine Hinkehr zur Gewinnmaximierung. Und das ist aus meiner Sicht genauso, wie wir hier herangehen müssen. Die Kosten müssten erstattet werden, aber es dürfen keine Gewinne gemacht werden, weil wir wollen keinen Anreiz an die Krankenhäuser weitergeben. Spendet mehr als notwendig. Jede Spende muss richtig sein, aber weder zu wenige noch zu viele sind hier akzeptabel. Die Basis, und das hat die Rede also des Kollegen von der AfD eben noch mal gezeigt, die Basis ist natürlich das Vertrauen, dass der Tod auch eingetreten ist. Dafür brauchen wir eine belastbare, gute, sichere Feststellung des Hirntods. Dafür muss eine Konsiliarbetreuung der Kliniken zur Verfügung stehen auf höchstem Niveau. Hier ist jeder einzelne Fehler absolut unverzeihlich. Daher werden wir einen Rund-um-die-Uhr-Bereitschaftsdienst organisieren, der dies auf höchstem Niveau angemessen macht. Auch das eine wichtige Initiative. Und zum Abschluss möchte ich auch darauf hinweisen, wir sollten auch nicht also zwei Gesetze gegeneinander ausspielen, wo wir das eine heute hier also einbringen, das zweite also demnächst diskutieren werden. Nämlich das eine, was wir heute besprechen, ist die Organisation der Organspende. Was wir demnächst besprechen wollen, ist die Frage, wie erklärt jemand seine Spendebereitschaft. Das darf man nicht gegeneinander stellen. Wir brauchen beides. Hier muss beides optimal funktionieren. Wir brauchen nicht eine optimale Organisation für einen Ablauf, für den uns dann die Spender fehlen. Daher müssen wir über die möglichen, also sagen wir, Vorschläge hier diskutieren. Da haben Herr Spahn und ich ja sogar einen eigenen Vorschlag vorbereitet, der ist aber in der Diskussion. Es gibt Gegenvorschläge. Wir brauchen die Diskussion, aber bitte spielen wir es nicht gegeneinander aus. Wir brauchen eine optimale Organisation, aber auch eine optimale Sicherstellung, dass jeder potenzielle Spender auch zum Spender wird. Denn bisher wollen 85% spenden, aber nur 35% haben einen Organspendeausweis. Das ist ebenfalls ein großes Problem, das müssen wir zusammenbringen. Das ist aber die Debatte, die wir führen werden, die dieses Gesetz aber in keiner Weise entwertet oder überflüssig macht. Katrin Helling-Bla, FDP, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie treffen einige überfällige Maßnahmen, wie etwa die Freistellung der Transplantationsbeauftragten, die wir lange gefordert haben und die Bundesregierung bisher verschlafen hat. Hierfür haben Sie auch aus der Opposition heraus Respekt verdient. Aber Herr Minister Spahn, ich hätte mehr Mut von Ihnen erwartet. Kürzlich ging der Fall von Alexander Ernst durch die Medien. Alexander Ernst ist 31 Jahre alt, dialysepflichtig und wartet auf eine Spenderniere. Seine Mutter würde ihm sehr gerne eine Niere spenden. Leider ist das Organ für ihn nicht kompatibel. Es hätte aber die Möglichkeit zu einer Überkreuzspende gegeben. Damit wäre sowohl Alexander Ernst als auch einem weiteren Betroffenen geholfen gewesen. Eigentlich eine großartige Chance. Doch die Überkreuzspende scheiterte an unserem Transplantationsgesetz. Danach bedarf es für die Lebensspende stets verwandtschaftlicher Beziehungen oder jedenfalls eines besonderen Näheverhältnisses zwischen Organspender und Empfänger. Das besteht zwar zwischen Alexander Ernst und seiner Mutter, nicht aber zu dem fremden Überkreuzspendepaar. Die Spende ist damit bei uns gesetzlich nicht zulässig. Alexander Ernst hängt weiter an der Dialyse. Herr Spahn, Sie weisen zu Recht darauf hin, dass alle 8 Stunden ein Mensch auf der Warteliste stirbt, weil kein passendes Spenderorgan gefunden wird. Wir haben über 10.000 Menschen auf der Warteliste. 9 von 10 warten auf eine Leber- oder Nierenspende. Ihnen könnte mit einer Lebensspende geholfen werden, wenn Sie es ehrlich meinen. Wenn Sie es ehrlich meinen, wenn Sie wirklich etwas ändern wollen, dürfen Sie den Bereich der Lebensspende nicht weiter bewusst vergessen. Zu dem Fall Alexander Ernst wollte Ihr Ministerium keine Stellung nehmen.
Bringen Sie dann wenigstens jetzt den Mut auf, sich der Thematik der Organlebensspende zu stellen. Auch über die Problematik der Überkreuzspende hinaus ist unser Uraltransplantationsgesetz dringend überarbeitungsbedürftig. Warum ermöglichen wir keine Spenden in anonyme Organpools? Wir finden, wenn sichergestellt ist, dass jemand freiwillig aus selbstlosen Motiven spenden möchte, dann soll er das auch dürfen. Lassen Sie uns außerdem die Nachrangigkeit der Lebensspende gegenüber der postmortalen Spende aufheben. Derzeit ist die Organspende eines Verstorbenen stets einer Lebensspende vorzuziehen. Das gilt zum Beispiel auch, wenn der eigene Ehepartner ausdrücklich spenden möchte. Er darf nicht, obwohl die medizinischen Aussichten für einen Betroffenen nach der Lebensspende besser sind, muss er erst darauf warten, dass eine andere Person stirbt. Das ist doch absurd. Lassen Sie es uns dem Ehegatten künftig auch erlauben zu spenden. Einem weiteren Patienten auf der Warteliste ist dann gleich mitgeholfen. Sehr geehrter Herr Minister Spahn, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist die Lebensspende ein ethisch schwieriges Thema. Aber die Chance auf Leben für Betroffene auf den Wartelisten ist es wert, sich dieser Debatte zu stellen. Natürlich muss sichergestellt werden, dass eine Lebensspende freiwillig und aus selbstlosen Motiven erfolgt. Spender müssen umfassend aufgeklärt werden. Wenn sie dann aber als mündige Patienten eine Entscheidung für eine Spende treffen wollen, sollen sie das auch dürfen. Die derzeitige Situation in Deutschland wird weder unseren humanistischen Werten noch den Anforderungen an eine moderne Versorgung gerecht. Es ist Zeit, etwas daran zu ändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Harald Weinberg, Die Linke, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich auch wirklich ein sehr schwieriges Thema insgesamt, das Thema des Antrages der FDP, die altruistische Lebensspende. Ich habe dafür durchaus gewisse Sympathien, sehe allerdings auch bestimmte Risiken. Ich denke, im weiteren Verfahren werden wir sehen, was die Anhörungen und was sozusagen die Debatten dazu bringen. Wir haben gerade gehört, es gibt rückläufige, jetzt wieder anziehende Spenderzahlen. Das ist schön. Es gibt aber immer noch sehr, sehr viele Menschen auf der Warteliste. Nicht so im Fokus sind die Entnahmekrankenhäuser. Und da möchte ich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Insgesamt haben wir knapp 2000 Krankenhäuser in Deutschland, davon 1300 etwa als Entnahmekrankenhäuser gemeldet, darunter 36 Unikliniker, 124 Krankenhäuser mit Neurochirurgie. Das ist sicher alles dann dort kein großes Problem, aber über 1000 Krankenhäuser zählen dazu ohne Neurochirurgie. Bei weniger als 1000 Entnahmen, wir haben es ja gerade gehört, 950 Spender im Jahr, wird schnell deutlich, Organentnahme bei einem Spender ist in vielen Häusern eher ein seltenes Ereignis. Das führt logischerweise dazu, dass die Stellung des Transplantationsbeauftragten in diesen Häusern nicht besonders stark ist, dass das eher sozusagen nebenher läuft, nicht so besonders wichtig genommen wird insgesamt. Und im Falle eines Spenders muss Expertise, zum Beispiel für die Hirntodfeststellung, von weit her angefordert werden. Bei wenigen Intensivbetten und OPs in diesen kleineren, mittleren Häusern, die für längere Zeit dann auch belegt werden, logischerweise bei einer Entnahme, das Intensivbett, der OP wird belegt etc. pp., ist es so, dass sozusagen da nicht besonders gute Anreize da sind, nicht besonders gute Strukturen da sind, das nach vorne zu bringen. Die bisherige Vergütung deckt womöglich die Kosten der Infrastruktur, gleicht aber den Erlösausfall unter den Bedingungen der diagnoseorientierten Fallpauschalen in den Krankenhäusern nicht aus. Alles also keine günstigen Strukturen für die Organspende. Und auch wenn die Debatten über die Zustimmungsregelung sicher mehr Öffentlichkeit erzielen als die Debatten über die Strukturen, weil sie leichter in ein Talkshow-Format Infotainment zu überführen sind, und auch wenn der neueste Vorschlag, die Spendenbereitschaft mittels Ehrenamtnadel und Vergünstigungen beim Einkäufen und Eintritten anzureizen, vielleicht auch etwas nett ist oder etwas merkwürdig ist oder daherkommt, das sind aus meiner Sicht nicht die entscheidenden Punkte. Ich bin trotz allem überzeugt, dass die ungünstigen Strukturen in der Organisation der Organspende der eigentliche Flaschenhals sind. Insofern setzt der Gesetzentwurf, der uns vorliegt, auch aus unserer Sicht an den richtigen Stellen an, um das nochmal in aller Deutlichkeit auch zu sagen. Das Gesetz, wenn es so oder ähnlich verabschiedet wird, es geht ja noch durch die Beratungen der Ausschüsse,
und durch die Anhörung. Aber wenn es so oder ähnlich verabschiedet wird, ist dazu angetan, den bestehenden Flaschenhals in den organisatorischen Strukturen der Entnahmenkrankenhäuser zu erweitern. Beseitigen aus unserer Sicht wird es den Flaschenhals allerdings nicht. Dazu wäre eine sehr weitreichendere Umstellung notwendig, vor allen Dingen in der Finanzierung der Krankenhäuser, weg von den Fallpauschalen. Das ist nicht in Sicht, auch wenn das DRG-System immer weiter unter Druck gerät, wie wir in den Diskussionen ja merken. Aber auch innerhalb der bestehenden Systematik würden wir uns weitergehende Regelungen an ein paar Stellen wünschen, so zum Beispiel bei der Vergütung, bei der Organisation und bei der Begleitung der Angehörigen und auch der Beschäftigten, denn eine Organentnahme in den Krankenhäusern ist für alle auch eine seelisch herausfordernde Situation, die verarbeitet werden muss. Transparenz, Vertrauen und eine sensible Begleitung bei der Organentnahme sind wichtige Aspekte, die einen Einfluss auch auf die Spendenbereitschaft hat, und zwar einen großen Einfluss darauf hat. Ob eine Stiftung mit einem zentralen Einfluss der Bundesärztekammer als privatrechtlicher Verein, also die DSO in dem Fall, die Deutsche Stiftung Organspende, dazu die notwendigen Voraussetzungen herstellen vermag, dahinter darf man mit Blick auf die vergangenen Jahre auch ein Fragezeichen machen. Ich denke an die Skandale, die halt 2010, 2011, 2012 doch auch in der Diskussion waren. Schon 2012 haben wir einen Antrag gefordert, haben wir in einem Antrag gefordert, diese Aufgaben einer staatlichen Instanz unter strenger Fachaufsicht zu übertragen. Wir werden das wieder in die Anhörungen und in die Beratungen einbringen. Alles. Aber als Fazit noch einmal, alles in allem ist der Gesetzentwurf sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind auf die weiteren Beratungen und die Anhörung gespannt. Davon wird am Ende dann auch letztlich unser eigenes Votum, das Votum unserer Fraktion abhängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Kirsten Gabert-Gondert, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, eine einzige Organspenderin, ein einziger Organspender kann im Schnitt 3 Menschen helfen, die auf ein Spenderorgan warten. Organspende rettet Leben, das ist völlig klar. Gleichzeitig macht das Thema vielen Unbehagen, weil es immer die Konfrontation mit dem eigenen Tod bedeutet. Darum ist es so wichtig, dass wir uns alle mit diesem komplizierten Thema auseinandersetzen. Wir haben das jüngst in einer, wie ich finde, bemerkenswerten Orientierungsdebatte hier im Deutschen Bundestag getan. Dabei in dieser Debatte ging es vor allem um die ethischen Aspekte dieses ganzen Themas. Heute nun debattieren wir einen Gesetzentwurf, der die Strukturen in den Kliniken verbessern soll. Und diese Strukturen sind die entscheidenden Stellschrauben, um die tatsächlich realisierten Organspenden endlich zu verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich zu Lebzeiten komplett freiwillig und selbstbestimmt dazu entschieden, im Fall Ihres Todes Organspenderin zu sein. Und dann gehen im Fall der Fälle Ihre Organhaltspendeorgane verloren, weil Sie als potenzielle Organspender in der Klinik nicht identifiziert und Ihre Organe nicht gemeldet werden. Und das ist tragisch. Und das ist leider noch viel zu oft Realität in unseren Kliniken. Und das darf so nicht bleiben. Eine Studie der Universität Kiel hat klar gezeigt, die entscheidenden Stellschrauben liegen im Erkennen und Melden potenzieller Organspender. Das ist der Hebel. Im vergangenen Herbst haben wir eine Reise mit dem Gesundheitsausschuss zum Organspende-Weltmeister Spanien gemacht, um zu hören, wie kriegen Sie diese guten Spendezahlen, diese wirklich guten realisierten Organspendezahlen hin? Auch dort dasselbe Ergebnis. Die Antwort war eindeutig: Organisation und das Vertrauen der Bevölkerung in das Organspendewesen.
Es gibt keinen Grund, in die Entscheidungsfreiheit der Menschen einzugreifen, um die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Was wir brauchen, sind gute Abläufe in den Kliniken und Menschen, die sich des Themas mit Kenntnis und Herzblut annehmen, Ärztinnen, Pflegekräfte. Was wir brauchen, ist eine angemessene Vergütung der Organspende in den Kliniken. Und was wir brauchen, ist ein sensibler Umgang mit den Angehörigen. Ich will mal zum Äußersten schreiten und sagen und anerkennen, Herr Minister Spahn, Sie sitzen da hinten, das ist wirklich ein gutes Gesetz, was Sie hier vorlegen. Endlich, früher wäre noch besser gewesen, aber endlich sollen die Transplantationsbeauftragten angemessen freigestellt werden, die Finanzierungslücke soll geschlossen werden und ein neurologischer Konsiliardienst soll verbindlich eingerichtet werden. Das ist alles richtig. Und darum unterstützen wir Grünen diesen Gesetzesentwurf. Weitgehend. Anders als von Ihnen vorgeschlagen, finden wir, dass die private Krankenversicherung bei der Finanzierung des geplanten neurologischen Dienstes stärker in die Verantwortung genommen werden muss. Die Expertinnen und Experten, die sich mit dem Nervensystem auskennen, sollen überall und jederzeit bei der Hirntodfeststellung zu Rate gezogen werden können. Warum soll dieser Dienst allein von den gesetzlich Versicherten finanziert werden? Warum erhält die private Krankenversicherung ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung, ihr finanzieller Beitrag aber bleibt freiwillig? Das ist ungerecht und muss noch geändert werden. Aus meiner Sicht brauchen wir auch über das Gesetz hinausgehende Strukturverbesserungen. Wir brauchen ein zentrales Organspenderegister. Ein Register, in das sich alle freiwillig eintragen können, die Organe spenden wollen. Die gesetzliche Grundlage steht bereits im Transplantationsgesetz. Warum nutzen Sie diese Möglichkeit nicht, Herr Minister? Diese Möglichkeit nicht zu nutzen, bedeutet verschenktes Potenzial. Ganz besonders wichtig ist, das Vertrauen in das Organspendesystem wiederherzustellen, besser herzustellen, als es jetzt der Fall ist. Viele Menschen, die in ihrem Organspendeausweis ein Nein stehen haben, das hat jüngst eine Erhebung der BZGA ergeben, geben als Grund mangelndes Vertrauen an. Mangelndes Vertrauen in die Transplantationsmedizin durch die Skandale der letzten Jahre. Das darf uns nicht kalt lassen. Es wäre dringend geboten, gerade in diesem sensiblen Bereich für mehr Transparenz und klare und ich finde auch staatliche Aufsichtsstrukturen zu sorgen. Im europäischen Ausland ist die Kenntnis über das Wissen um Organspenden viel stärker in der Aus- und Weiterbildung sowohl der Ärztinnen und Ärzte als auch des Pflegepersonals verankert. Das macht doch Sinn. Wir sollten Wege finden, auch in Deutschland das Thema Organspende stärker in den Curricula zu verankern. Diese Aspekte, vielleicht noch ein paar mehr, werden wir im Zuge der Beratung noch debattieren und dann wird dieses Gesetz vielen Menschen helfen, die jetzt auf den Wartelisten stehen und sich nichts mehr wünschen als ein Spenderorgan. Vielen Dank. Stefan Pilsinger, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, meine Damen und Herren, zuallererst danke an Bundesminister Spahn für den gelungenen und zielführenden Entwurf des Gesetzes für bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der Organspende. Der Gesetzesentwurf baut auf der zentralen Erkenntnis auf, dass die niedrigen Organspendezahlen in Deutschland auf Probleme im Prozess der Organspende zurückzuführen sind. Das ist richtig und daraus zieht der Gesetzesentwurf auch die richtigen Schlüsse. Bei der Erhöhung der Organspenden in Deutschland kommt den Krankenhäusern, in denen Organe entnommen werden, eine entscheidende Rolle zu. Und deshalb setzt der Gesetzesentwurf auch hier an. 5 Punkte hebe ich hervor. Erstens, mehr Zeit
für die Transplantationsbeauftragten, zweitens eine faire Bezahlung der Entnahmekrankenhäuser, drittens eine regionale Rufbereitschaft für qualifizierte Ärzte, viertens eine verbesserte Qualitätssicherung und fünftens eine bessere Betreuung der Angehörigen von Spendern. Das alles wird dazu beitragen, mehr Menschenleben zu retten. Erstens. Die Transplantationsbeauftragten werden mehr Zeit für ihre wichtige Aufgabe haben, denn das Gesetz sieht vor, dass sie anteilig von ihren sonstigen Aufgaben im Entnahmekrankenhaus freigestellt werden. Und diese anteilige Freistellung der Transplantationsbeauftragten wird zukünftig vollständig refinanziert. Darüber hinaus stärken wir die Rolle der Transplantationsbeauftragten deutlich. Sie bekommen künftig Zugang zu den Intensivstationen und alle erforderlichen Informationen zur Auswertung des Spenderpotenzials. Außerdem sollen sie hinzugezogen werden, wenn Patientinnen und Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht kommen. Künftig können sie zudem für fachspezifische Fort- und Weiterbildung freigestellt werden. Die Kosten dafür trägt die Klinik. All diese Neuerungen sind Ausdruck der Wertschätzung der wichtigen Tätigkeit der Transplantationsbeauftragten. Zweitens, die Entnahmekrankenhäuser erhalten mehr Geld. Das ist ein äußerst wichtiger Punkt des Gesetzesentwurfs. Bisher ist eine Organentnahme für die Entnahmekrankenhäuser defizitär. Das Krankenhaus zahlt drauf. Die aktuellen Erstattungsbeiträge mögen zwar den tatsächlichen Aufwand der Organentnahme abdecken, die Beiträge berücksichtigen aber unter anderem nicht, dass das Bett auf der Intensivstation nicht mit einem anderen Patienten belegt werden kann, dass das Personal nach einer nächtlichen Organentnahme am nächsten Tag im Routinebetrieb fehlt oder dass ein Arzt Zeit aufwendet, um potenzielle Organspender zu identifizieren. Wer Organe entnimmt, macht zurzeit Minus und das hört jetzt endlich auf. Drittens. Mit dem neuen Gesetz wird zudem ein bundesweiter neurologischer Konsiliardienst als Rufbereitschaft eingeführt. Dieser gewährleistet, dass jederzeit flächendeckend qualifizierte Ärzte bei der Feststellung des irreversiblen Hirnausfalles zur Verfügung stehen. Damit unterstützen wir insbesondere die kleineren Entnahmekrankenhäuser, denn diese stehen vor dem Problem, dass sie oft nicht über die notwendige Expertise verfügen, um den Hirntod festzustellen. Mit dem Gesetz zeigen wir einen Ausweg. Viertens. Mit dem Gesetz führen wir ein klinikinternes Qualitätssicherungssystem ein. Das ist Grundlage für ein flächendeckendes Berichtssystem. Dieses ermöglicht den Entnahmekrankenhäusern und den Landesbehörden zu beurteilen, ob und inwieweit die einzelnen Entnahmekrankenhäuser die vorhandenen Organspendemöglichkeiten auch realisieren. Mit diesem System wird potenzielle Organspender besser erkannt und gemeldet. Fünftens. Und für Angehörige von Organspendern zentral. Mit dem neuen Gesetz werden sie künftig besser betreut. Insbesondere regeln wir den verbindlichen Austausch zwischen den Organempfängern und den zunächsten Angehörigen der Organspender in anonymisierten Schreiben. Ein solcher Kontakt ist für viele Betroffene von großer Bedeutung. All diese Regelungen tragen dazu bei, die Strukturen in Bezug auf die Organspende in den Entnahmekrankenhäusern zu verbessern. Sie tragen dazu bei, dass die Zahlen der Organtransplantationen in Deutschland wieder steigen. Und das sind wir den mehr als 10.000 Patienten schuldig, die dringlichst auf ein Spenderorgan warten. Vielen Dank. Detlef Spangenberg, AfD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Zahl der freiwilligen Organspender in Deutschland erhöhen ist das Thema. Ansatz, zu wenig Organspender haben wir. Wir haben natürlich zwei, müssen unterscheiden zwischen der geringeren Organverfügbarkeit und zur geringen Spendenbereitschaft. Die zu geringe Organverfügbarkeit hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einen anderen Standard haben, Hirntod zu Herztod, aber das ist nicht das Thema heute, sondern es geht um die Bereitschaft. Die Spendenbereitschaft, meine Damen und Herren, ist einer der sensibelsten Bereiche in der Medizin. Hier geht es um Leben und Tod. Der eine kann nur dann leben, wenn der andere stirbt, meine Damen und Herren. Und das heißt,
Vertrauen als Grundlage zur Motivation als Spender ist das Wichtigste, was wir hierbei haben. Und das bedeutet weiterhin, dass wir uns keine Skandale leisten können. Auch nicht der leiseste Ansatz kann die Motivation, Spender zu sein, zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier ganz, ganz vorsichtig und ganz korrekt vorgehen. Die Verfahren, die wir zurzeit haben, Spenderausweis oder auch auf der elektronischen Patientenkarte, reichen nicht aus, weil man ja die oft das gar nicht bei sich hat oder nicht bei sich haben wird. Das heißt, wir brauchen eine andere Erfassungsstelle und da schwebt mir vor, als Vorschlag nur, dass wir eine zentrale Stelle haben, wo man per Knopfdruck von Seiten der Organisationsstrukturen, die das durchführen, sofort weiß, das ist ein Spender, man hat keinerlei Zweifel, man kann also arbeiten, ohne dass man recherchieren muss. Aber diese Kartei müsste auch oder diese zentrale Stelle müsste auch eine Widerspruchsmöglichkeit beinhalten, dass man auch im Laufe seines Lebens davon wieder zurücktreten kann, wenn man aus welchen Gründen auch immer der Meinung ist, man möchte es nicht mehr tun. Das Problem der Patientenverfügung sollte unbedingt vom Gesetzgeber dann mit eingebaut werden, denn das kann ja eine Organentnahme verhindern. Im Gesetzentwurf des Ministeriums, des Ministers, ist unter A allgemeiner Teil, zweiter Absatz, wird suggestiert, als wenn die Anzahl der niedrigen Spender auch mit der Stärkung des Transplantationsbeauftragten zu tun hat. Das kann ich ja nicht erkennen. Wir müssten erst mal wissen, welche konkreten Aufgaben er eigentlich denn wirklich hat, welche Qualifikationen müsste er haben. Und vor allen Dingen brauchen wir für ihn bundeseinheitliche Regelungen, keinen Flickenteppich, dass die einen Länder das so oder so machen. Das, denke ich, wird ja auch geregelt werden müssen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Unter dem Punkt 3.5 allgemeiner Teil steht drin, dass der Grundstein für den Aufbau eines Qualitätssicherungssystems gelegt werden soll. Da ist natürlich sofort die Frage, hatten wir vorher kein Qualitätssicherungssystem? Das macht dann auch keinen guten Eindruck, wenn sowas erst eingeführt werden muss. Ich möchte eins deutlich machen. Meine Damen und Herren, Gewinnerzielungsabsicht im Gesundheitswesen habe ich sowieso schon immer Probleme mit, das als wirtschaftlichen Zweckbetrieb zu sehen. Und hier in diesem Bereich finde ich es besonders problematisch. Es dürfte oder es müsste anders gemacht werden, dass wir vielleicht Spezialkliniken haben, die ohne ein eigenes Budget das als Pflichtaufgabe mit einem allgemein höheren Budget mit beinhaltet, zum Beispiel eine Universitätsklinik, die dann nur diese Arbeit durchführt und keinen externen Ausweis der anfallenden Kosten, nur ärztliche Pflichtaufgabe, kein Interesse an der Organverpflanzung aus wirtschaftlichen Erwägungen. Das würde das Vertrauen stärken. Denn wenn jemand hört, naja, wenn Organe genommen werden, dann kriegt er die und die Vergütung dafür, das macht keinen guten Eindruck für Spender. Und ich denke, wenn das eine Pflichtaufgabe wäre, die wirklich eingebaut ist, dass es also wirklich uninteressant ist, wie viel sie machen, dann hätten wir mehr Vertrauen. Könnte ich mir vorstellen. Dann denke ich daran, dass die Einbeziehung des Personals durch schlüssige, moralisch-ethische Begründung bei deren Tätigkeit, die müsste auch gestärkt werden. Es gibt viele, die daran beschäftigt sind, die wirklich auch Probleme dabei haben bei diesem sensiblen Thema. Und die müssten auch entsprechend geschult werden, auch eingeführt werden, dass sie diese Arbeit auch wirklich ohne Beklemmung, ohne irgendwelche Nachwirkungen für ihre eigene Sensibilität durchführen können. Abschließend will ich eines noch sagen. Wir haben mittlerweile einen Trend zu verzeichnen, wer spendet, ist ein ganz lieber Mensch, das ist ja auch so. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die nur Anerkennung findet, aber gleichzeitig dürfen wir nicht übergehen, dass die herabgewürdigt werden, die das nicht tun. Das ist eine freiwillige Aufgabe, das ist eine freiwillige Leistung, das ist eine eigene Entscheidung und die sollte jeder für sich treffen können, ohne dass er moralischen Zeigefinger bekommt, auch wenn wir die Spender wirklich ganz, ganz deutlich in dieser Gesellschaft anerkennen und loben müssen. Vielen Dank. Sabine Dietmar, SPD, ist die nächste Rednerin. Und das war ein Schluck Wasser. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Orientierungsdebatte vor wenigen Wochen hat hier eines zum Ausdruck gebracht. Organspende ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen nur sehr ungern auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen. Letztendlich bedeutet es die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Gleichzeitig ist die Organspende aber für diese 10.000 Menschen, die aktuell auf der Warteliste stehen, eine Frage von Leben und Tod. Statistisch gesehen werden auch am heutigen Tag wieder 3 bis 4 Menschen in Deutschland versterben, weil sie nicht rechtzeitig ein passendes Spendeorgan erhalten haben. Diese Zahlen zeigen ganz deutlich, wir haben dringenden Handlungsbedarf. Erfreulicherweise
sind die Spenderzahlen 2018 ja auch deutlich höher als in der Vergangenheit. Aber machen wir uns nichts vor, wir bewegen uns immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und deshalb werden wir in dieser Legislaturperiode mit zwei wichtigen Vorhaben das Thema Organspende anpacken. In einer offenen Debatte werden wir nach Möglichkeiten suchen, die Organspendebereitschaft zu erhöhen. Wir diskutieren von der Widerspruchslösung bis zur verbindlichen Entscheidungslösung und das in einer sehr fairen Art und Weise. Und ein weiterer immens wichtiger Baustein ist aber das Gesetz, über das wir heute hier sprechen. Wir werden die Rahmenbedingungen für die Entnahmekrankenhäuser mit dem vorgelegten Gesetzentwurf deutlich verbessern. So haben wir aktuell in sehr vielen Entnahmekrankenhäusern erheblichste Defizite bei der Erkennung, bei der Dokumentation und bei der Meldung von potenziellen Organspendern. Ein freigestellter Transplantationsbeauftragter ist keineswegs Standard. Viele Häuser sind mit dem Prozessablauf einer Organspende überfordert und von einer kostendeckenden, leistungsgerechten Vergütung ganz zu schweigen. Das werden wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ändern. Wir stärken die Schlüsselposition des Transplantationsbeauftragten. Wir werden verbindlich regeln, dass er verbindlich freigestellt wird, dass er refinanziert wird und vor allem auch die erforderlichen Durchsetzungsbefugnisse bekommt. Denn das ist wichtig. Der Transplantationsbeauftragte ist in der Klinik der erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Organspende. Für medizinisches und pflegerisches Personal, für die Deutsche Stiftung Organtransplantation und vor allem für die Angehörigen. Das Thema Organspende in einer für Angehörigen emotionalen Ausnahmesituation zu besprechen, das erfordert sehr viel Sensibilität, Empathie und vor allem Zeit. Und es ist wichtig, dass die Angehörigen in dieser Phase sich gut betreut wissen und mit den Transplantationsbeauftragten ihre Fragen klären können. Und Erfahrungen aus Ländern mit einer hohen Bereitschaft zur Organspende belegen auch diese zentrale Rolle des Transplantationsbeauftragten. Weiterhin werden wir sicherstellen, dass die Kliniken die Verantwortung für diese Gemeinschaftsaufgabe Organspende übernehmen, transparent, kostendeckend und leistungsgerecht finanziert werden. Wir schreiben den Kliniken aber im Gegenzug auch verbindlich fest, dass sie potenzielle Spender identifizieren und diese auch melden müssen. So kann sich kein Krankenhaus der Verantwortung beim Thema Organspende entziehen. Sehr gut sind auch die Regelungen zur Angehörigenbetreuung, denn es ist sehr wichtig, dass diese sich austauschen können und da werden wir den anonymisierten Datenaustausch ermöglichen. Und abschließend noch eine Bemerkung zu einem Thema, das ist mir wichtig, das ist die Bereitstellung des neurologischen Konsiliardienstes. Damit werden wir dafür sorgen, dass zu jeder Zeit qualifizierte Ärzte für die notwendige Diagnostik zur Verfügung stehen. Und das hilft vor allem den kleinen Häusern. Denn auch in einem Haus der Grundversorgung kann eine Organspende realisiert werden. Ich habe das in meinem Wahlkreis vor einigen Jahren erlebt. Das kleine Haus in Ebern, 70 Betten, hat mit großem Engagement der Beschäftigten und mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Organspende eine Organspende realisieren können. Das verdient höchste Anerkennung. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass wir mit den in dieser Legislatur geplanten Maßnahmen vielen Menschen auf der Warteliste neue Hoffnung geben können. Ich freue mich sehr auf die parlamentarische Beratung und auf weitere Anregungen und danke für die Aufmerksamkeit. Christine Aschenberg-Jugnus, FDP, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Spahn, die Organspende ist ein Themenkomplex, den wir als FDP-Fraktion von Beginn der Legislaturperiode an intensiv begleitet haben. Daher haben wir auch schon frühzeitig, noch bevor Sie Minister waren, Herr Spahn, auf die schlechten Rahmenbedingungen in den Kliniken aufmerksam gemacht. Die FDP-Fraktion war es auch, die im September 2018 einen Fachkongress zu diesem Thema veranstaltet hat und mit allen Beteiligten aus Kliniken, mit den Fachleuten und sogar mit den Kirchenvertretern intensiv zu diesem Thema diskutiert hat. Aus dieser Erkenntnis heraus kann ich sagen,
Der hier vorliegende Gesetzesentwurf ist ein wichtiger Schritt, die Organspendezahlen in Deutschland zu erhöhen. Denn die Ursachen für die alarmierenden Zahlen in Deutschland ist nicht die mangelnde Spendebereitschaft der Bevölkerung, sondern ist vielmehr der arbeitsintensive Klinikalltag und der Organisationsablauf in den Kliniken. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht klar definierte Freistellungsregelungen für Transplantationsbeauftragte vor, die vollständig refinanziert werden, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, das ist eine Forderung, die auch wir immer so gestellt haben und die wir sehr begrüßen. Auch die besseren Vergütungsregelungen, die Angehörigenbetreuung und die Einrichtung eines neurologischen konsiliarärztlichen Rufbereitschaftsdienstes sind wirklich wichtige und notwendige Maßnahmen, die wir sehr begrüßen. Umso weniger verstehen wir, Herr Spahn, dass Sie für uns zur Unzeit und ohne die Wirkung Ihres jetzt irgendwann ja zu verabschiedenden Gesetzes abzuwarten, die Widerspruchslösung auf den Tisch gelegt haben. Haben Sie doch einfach mal Vertrauen in Ihr eigenes Gesetz. Wir vertrauen darauf, dass die darin ergriffenen Maßnahmen mehr helfen würden als eine Widerspruchslösung, die ich zum Beispiel vehement ablehne, weil sie das Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger missachtet. Und Herr Kollege Lauterbach, hier wird auch nicht eins gegen das andere ausgespielt, aber Sie haben es ja jetzt auch wieder gesagt, Sie führen immer Spanien als Beispiel an für die tollen Zahlen. Ja, die haben tolle Zahlen, aber nicht wegen der Widerspruchslösung, denn die wird dort gar nicht angewandt. Das hätten Sie gewusst, wenn Sie mal mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen hätten, die nämlich in Spanien waren. Oder wenn Sie mal im Gesundheitsausschuss auftauchen würden, da hatten wir das auch als Thema. Da ist nämlich ganz klar hervorgegangen, Widerspruchslösung wird dort nicht angewandt. Was dort gemacht wird, ist genau das an organisatorischen Maßnahmen, was jetzt im Gesetz steht und was wir befürworten. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, sind mehr Informationsangebote, ein Organspenderegister, die Informationsangebote übrigens auch durch Ärzte, die dazu natürlich auch dafür vergütet werden müssen, eine regelmäßige Abfrage der Spendenbereitschaft und natürlich eine rechtliche Erleichterung der Lebensspende. Ich glaube, meine Frau Kollegin Katrin Helling-Plah hat einen wunderbaren Antrag hier vorgestellt und ich hoffe, dass wir ihn entsprechend auch beraten können. Wir finden das vorliegende Gesetz gut. Unser Antrag ist aber auch gut und ich freue mich auf die Beratungen demnächst im Ausschuss und zwar zum Wohle der schwerkranken Patientinnen und Patienten, die dringend auf ein Spendeorgan warten. Ganz herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Lothar Riebsam, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass es nicht diese eine Stellschraube gibt, die man bewegen muss, um zu mehr Organspenden in unserem Land zu kommen. Zu vielschichtig ist dieses Problem. Es geht darum, dass man sich mit dem eigenen Tod beschäftigen muss, das unter Umständen auch schon in jungen Jahren, das ist eine Herausforderung natürlich. Es geht um ethische Fragen, die wir in der wichtigen Orientierungsdebatte vor einigen Wochen geführt haben. Und es geht um diese rein technischen, organisatorischen Fragen, die wir in diesem Gesetz regeln wollen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe Hoffnung, dass wir mit diesem Gesetz und mit der Regelung dieser dieser technischen Fragen möglicherweise uns etwas leichter tun bei den ethischen Fragestellungen, dass ich mich nicht entscheiden muss, vielleicht muss ich es trotzdem eines Tages zur Widerspruchslösung Ja zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, sondern dass es wirklich auch so ist. Wir haben bei diesem Punkt ist als Gesetzgeber in der Hand, wirklich abschließend hier auch Regelungen zu treffen in einem Gesetz und es nicht in diesem freien Spiel der Kräfte zu überlassen, der Philosophie sozusagen zu überlassen, ob wir mehr Organspenden haben werden oder nicht. Wichtigster Punkt in diesem Gesetz ist der Transplantationsbeauftragte, den wir auch bisher schon hatten in den Krankenhäusern. Aber eben nicht bundesweit
einheitlich geregelt, von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich. Wir werden zukünftig die Freistellung haben, das ist wichtig, je nach Größe des Krankenhauses, je nach Größe der Intensivstation, der Beatmungsplätze. Wir werden eine Klarstellung haben, welche Rechte und natürlich auch Pflichten der Transplantationsbeauftragte im Krankenhaus hat. Und wir werden, was insbesondere für mittlere und kleinere Krankenhäuser natürlich wichtig ist, einen konziliarischen Dienst haben, Rufbereitschaft haben für Neurologen, um rund um die Uhr 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr ständig auch Zugriff zu haben auf 2 Neurologen, die in der Lage sind, den Hirntod festzustellen. Und als 4. Punkt regeln wir in diesem Gesetz die Finanzierung. Und es ist sicher nicht so, dass Krankenhäuser transplantieren wollen oder Transplantationskrankenhäuser sein wollen, melden wollen, um Geld zu verdienen. Ganz gewiss nicht. Aber in der Vergangenheit war die Finanzierung nicht auskömmlich. Und wir werden jetzt mit diesem Gesetz die einzelnen Prozeduren, die notwendig sind, voll ausfinanzieren. Wir werden eine Pauschale dafür haben, dass überhaupt die Spender gemeldet werden, und wir werden einen Zuschlag haben für die Inanspruchnahme der Infrastruktureinrichtung der Krankenhäuser. Damit haben wir sozusagen ein Selbstkostendeckungsprinzip. Und es wird nicht mehr am Geld liegen, wenn ein potenzieller Spender nicht weiter gemeldet wird. Und wir werden eine bessere Qualitätssicherung bekommen, dadurch, dass auch gemeldet werden muss, wenn ein ursprünglich potenzieller Spender für eine Spende nicht in Frage kommt, wenn einmal im Jahr Bericht erstattet werden muss von den Transplantationskrankenhäusern. Und ich hoffe mir sehr, dass mit diesem Gesetz es nicht mehr vorkommt, wie mir geschildert wurde bei einem Neujahrsempfang neulich, dass ein Mensch, der lange Zeit auf eine Gewebespende gewartet hat, ins europäische Ausland gehen musste, um dann zu einer Gewebespende zu kommen. Das sollte der Vergangenheit angehören, und ich hoffe sehr, dass uns dies mit diesem Gesetz gelingt oder wir zumindest dem ein Stück näher kommen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Abgeordneten Mario Miruch. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wie in vorangegangenen Debatten schon deutlich gemacht, muss die Entscheidung zur Organspende eine Entscheidung freier Bürger bleiben, frei von jeder Form staatlicher Beeinflussung. Damit sich wieder mehr Menschen für eine Spende entscheiden, bedarf es der Transparenz und Glaubwürdigkeit der Prozesse und Strukturen. Zum vorliegenden Entwurf wollen wir deshalb, auch wenn wir keinen eigenen Vertreter im Gesundheitsausschuss haben, einige konstruktive Anmerkungen und Vorschläge einbringen. Für jede Intensivstation wird ein Transplantationsbeauftragter gefordert. Dessen Verfahrensanweisungen sollen die Kliniken verbindlich umsetzen. Faktisch wird vor allem in kleineren Häusern diese Freistellung Lücken an anderen Stellen reißen, da man hier meist nur auf sowieso schon oft überarbeitetes vorhandenes Personal zugreifen muss. 0,1 Stelle für bis zu 10 Betten, was hat man in der Praxis? Knapp 4 Stunden in der Woche. Wird das reichen, wenn von den 10 Betten plötzlich 3 akut werden? Kann das reichen, wenn eine angemessene Angehörigenbetreuung nicht erst nach der Entnahme, sondern schon weit vorher ansetzen müsste und am Prozess der DSO andocken soll? Wodurch wird sichergestellt, wenn in großen Häusern mit mehreren Intensivstationen mehrere Transplantationsbeauftragte eigene Regelungen erlassen, die dann insbesondere das Pflegepersonal, wie zum Beispiel die Springer, vor zusätzliche Herausforderungen stellen? Während eine ganze Reihe von sicherlich sinnvollen Änderungen für Ärzte und Entnahmekrankenhäuser gesetzlich verankert werden sollen, fehlt eine solche Verankerung jedoch für die Weiterbildung und Spezialisierung des Pflegepersonals. Da sollte man vielleicht auch noch mal darauf achten, dass dieses nicht wieder auf der Strecke bleibt. Denn auch wenn die DSO solche Weiterbildung bundesweit anbietet, sind sie weder verpflichtend noch besteht ein Rechtsanspruch. Die Mehrkosten für die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs in Höhe von 34 Millionen Euro
werden von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. Die Privaten können sich beteiligen. Faktisch heißt das, diese Kosten werden früher oder später beim Beitragszahler landen. So ehrlich sollte mir dann auch sein. Altruistische Spenden, wie von der FDP vorgeschlagen, sind hochkontrovers. Denkt man den Begriff Individualrechtsgüter konsequent zu Ende, stellt sich die Frage, wie das Thema später gegen High-Urgent-Gelistete abgewogen werden soll. Ein anderer Vorschlag, wie er gestern noch einkam, Ehrenamtskarten einzuführen, koppelt dieses hochsensible Thema letztlich dann doch mit wirtschaftlichen Aspekten. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, worauf so etwas hinausläuft. Anstecknadeln und öffentliche Ehrungen, am besten noch in Innenhöfen, seltsamer Vorschlag. Also wir würden uns sehr freuen, wenn diese Ideen Eingang in die Diskussion im Ausschuss finden und wir uns halt mit diesen Denkanstößen ein klein wenig am Prozess beteiligen konnten. Vielen Dank. Hilde Mattheis, SPD, ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich beginne noch mal mit einem Zitat aus der Studie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Die eventuell mit dieser Studie genau die richtige Grundlage gelegt haben für dieses Gesetz. Da heißt es, der Rückgang der postmortalen Organspenden ist mit einem Erkennungs- und Meldedefizit in den Entnahmekrankenhäusern assoziiert. Gelingt es, diesen Prozess organisatorisch und politisch zu stärken, könnte die Zahl der Organspenden erheblich gesteigert werden. Und genau darum geht es. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Gesetz vorliegt, bevor wir das Thema Zustimmung oder Widerspruchslösung hier in dem Hohen Haus noch mal debattieren. Warum? Weil wir uns, glaube ich, alle Wortbeiträge haben das gezeigt, einig sind, dass die Entnahmekrankenhäuser gestärkt werden müssen. Dass es darum geht, den Transplantationsbeauftragten oder die entsprechend freizustellen, auch die Finanzierung dieser Freistellung zu gewährleisten und natürlich dadurch auch die Angehörigenarbeit zu verbessern. Also alles eine gute Grundlage. Ob das ausreichend ist, wie jetzt schon angemerkt wird, dass die PKV sich entsprechend beteiligen muss, das werden wir im parlamentarischen Verfahren diskutieren. Und so sehe ich das in meiner Fraktion, da werden wir offen sein, weil es darum geht, genau diese wichtige Grundlage zu legen, um die Entnahmekrankenhäuser zu entlasten. Und das ist der wichtige Punkt, den wir auch immer kommunizieren müssen, dass es darum geht, nicht nur die ethische Frage beim Thema Organspende zu debattieren, sondern tatsächlich die Organisation zu verbessern. Und da war die Reise nach Spanien wirklich hilfreich. Und auch der Austausch in Kopenhagen. Und ich fand es besonders bemerkenswert, dass die Intensivmediziner, mit denen wir diskutiert haben, insbesondere auch die ethische Frage damit verbunden haben. Nicht nur unter medizinischen Gesichtspunkten die Debatte geführt haben, sondern zu dem Schluss gekommen sind und uns auch dieses so kommuniziert haben, es geht letztendlich um die Würde des Sterbens in den Entnahmekrankenhäusern. Das fand ich besonders beeindruckend. Also alles dafür zu tun, dass in den Entnahmekrankenhäusern die Angehörigen wirklich sich so aufgehoben fühlen, dass sie sich nicht überrumpelt fühlen, dass ihre Angehörigen, die im Sterben liegen, auf der Intensivstation liegen, nicht als Ware betrachtet werden, sondern als Menschen, die keine Verpflichtung haben, sondern die in äußerster Solidarität mithelfen, dass anderes Leben erhalten bleibt. Diesen Gesichtspunkt, den fand ich schon sehr beeindruckend. Und dafür braucht es einen guten organisatorischen Rahmen. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns heute mit diesem Gesetz befassen und anstreben, es womöglich noch ein Stück weit effektiver zu machen, aber auch in nächsten Schritten Dinge aufzugreifen, die dann wirklich auch sowas wie Organhandel, auch das ist ein Thema,
Und auch das Thema, das wir in der Orientierungsdebatte aufgegriffen haben, Widerspruchs- oder Zustimmungs- und Einwilligungslösung. Alles das führt, glaube ich, dazu, dass wir auch in Deutschland erhöhte Organspendezahlen haben. Wenn wir das transparent und immer mit dem Blickwinkel auf beide Aspekte, nämlich auf diejenigen, die eine Spende brauchen und auf diejenigen, die Spenden haben. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Tino Sorge, CDU-CSU. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach knapp einer Stunde Debatte zum Thema Transplantationsgesetz ist natürlich so ziemlich oder viel schon gesagt worden. Und insofern will ich mich an den Spruch halten, der Kollege hat es gerade gesagt, ist aber noch nicht von jedem, sondern ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass wir uns, glaube ich, alle in dem Punkt einig sind, dass die Organspendenzahlen, so wie sie momentan sind, auf dem niedrigen Niveau nicht bleiben dürfen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir bei der Frage, worum geht es in dem Gesetz, auch offen darüber sprechen, dass wir hier nicht wieder alles miteinander vermengen. Und das hat ja der Kollege Spangenberg von der AfD wieder gemacht, der hier so getan hat, als würde hier grundsätzlich über die Frage diskutiert werden, welche Lösung wir letztendlich bei der Frage, ob Organe gespendet werden, vom Einzelnen diskutieren, sondern wir diskutieren heute tatsächlich nur, wie wir die strukturellen Defizite im Bereich der Entnahmekrankenhäuser beispielsweise verbessern können. Und insofern, glaube ich, auch helfen wir der Diskussion, wenn wir hier nicht den Eindruck erwecken, als könnten wir mit Einzelregelungen die Organspendebereitschaft, die, es ist mehrfach angesprochen worden, bei über 80% in der Bevölkerung liegt, erhöhen, wenn wir punktuelle Lösungen oder Regelungen anbieten. Sondern wir müssen auch nach außen viel offensiver darstellen, dass es hier konkret darum geht, beispielsweise den angesprochenen Flickenteppich, den wir in den Ländern haben, bei der Frage, welche Transplantationsbeauftragten in den Entnahmekrankenhäusern tätig sind, welche Aufgaben haben die Transplantationsbeauftragten, wie werden sie freigestellt, dass wir das nunmehr mit diesem Gesetz bundeseinheitlich auch bei der Frage anteilige Freistellung regeln. Und deshalb ist das ein gutes Gesetz und wir sollten das auch zügig verabschieden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja auch das Thema nochmal angesprochen worden, dass wir uns natürlich bei der Frage, wie können wir auch diejenigen, die diese Bereitschaft haben und bei der Frage, wenn dann der Fall eintritt, besser unterstützen. Das Thema Angehörigenbetreuung ist angesprochen worden und da sollten wir jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, so wie das auch wieder von der Seite AfD suggeriert worden ist, als ginge es darum, die Angehörigen würden da über den Tisch gezogen. Also das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht viel, viel mehr darum und Herr Gerke hat ja so ein bisschen suggeriert, ich hoffe, ich habe ihn da falsch verstanden, als würde das Kriterium der Feststellung des Hirntodes auch in diesem Gesetz nicht einheitlich geregelt werden, beziehungsweise als würden in diesem Gesetz irgendwelche Unklarheiten sein. Und das ist gerade nicht der Fall, weil wir haben ja mit diesem Gesetz gerade bei der Frage, wie können wir in Entnahmekrankenhäusern, auch bei der Frage in kleinen Entnahmekrankenhäusern, also wo wir eben gerade diese fachärztliche Expertise in der Regel nicht rund um die Uhr vorliegen haben, wie können wir das über den neurochirurgischen, neurologischen, konsiliärärztlichen Bereitschaftsdienst sicherstellen, dass eben diese Organspender identifiziert werden und wir letztendlich keine Organe haben, die dann, wenn derjenige das möchte und spenden möchte, verloren gehen. Und insofern ist das Gesetz auch mit der Regelung an dem Punkt sehr klar und eindeutig. Es ist deshalb sehr gut und deshalb bin ich froh, dass wir das jetzt auch zügig hoffentlich verabschieden werden. Und vielleicht noch ein Punkt zu der Frage, die man ja auch im Rahmen der Diskussion Organspende häufig hört. Wir müssen hier differenzieren. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es geht auf der einen Seite um die Frage, wie können wir die strukturellen Defizite in den Entnahmekrankenhäusern verbessern und auf der anderen Seite die Frage, welche konkrete Lösung finden wir bei der Frage, ob jemand Organspender sein wird, sein möchte. Und insofern muss ich auch sagen, auch mein Dank an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, hat uns diese Debatte, die Orientierungsdebatte, die wir letztes Jahr im November geführt haben, dazu schon in der Öffentlichkeit erhebliche weitere Debatten beschert, die gut sind, weil wir uns auch über das Thema auch kontrovers auseinandersetzen müssen und wie letztendlich am Ende die Lösung aussieht, ob
Zustimmungslösung, ob Widerspruchslösung, werden wir hier im Hohen Haus entscheiden. Und insofern denke ich, ist das ein sehr guter erster Schritt. Transplantationsgesetz, Regelungen, Verbesserungen der strukturellen Defizite einerseits möglichst zügig verabschieden. Das sind wir den 10.000 Wartenden auf eine Organspende schuldig. Und auf der anderen Seite Organspende grundsätzlich zu regeln. Das werden wir auch dieses Jahr noch machen. Vielen herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 6915, 5673 und 7034 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist offensichtlich der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Dann bitte ich, möglichst zügig die offenbar notwendigen Austauschaktionen durchzuführen.